Das Schaf. Das Schaf ist die domestizierte Form des Muffins. Vom Schaf deutlich abzugrenzen ist das Unschaf. Schafe treten stets im Schafschwarm auf, sind sie doch gerne in Gesellschaft. Was Schafe alleine nicht schaffen, das schaffen sie zusammen. Feiern der männliche Hammel und das weibliche Schaf Vermählung, kommt es zum Hammelsprung. Hat ein Schaf keinen Bock, geschieht dies nicht. Schafft sich Tage nach dem Hammelsprung, gebärt das Schaf ein Lamm. Nur wenige Lämmer kommen ungeschoren davon und schaffen es ins Erwachsenenalter. Einige ertrinken beim Lambader, da es Mutterschafe oft versäumen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Viele enden auch am Spieß und werden als Wolle mit Schaf angeboten. Andere kommen nur haarscharf am Sensenmann vorbei. Diese Schafe wirken oft ein Leben lang belämmert. Das Zählen von Schafen hilft schlaflosen Schafen einzuschlafen. Braune Schafe werden Schafisten oder kurz Schafus genannt. Braune Schafe gelten als die schwarzen Schafe der Familie. Trotz ihres niedlichen Aussehens sind auch weiße Schafe keine Unschuldslämmer. Die Anzahl drogenabhängiger Schafe steigt. Die verbreitetsten Drogen sind dabei Gras und Crystal Meth. Es verwundert deswegen nicht, dass auch die Beschaffungskriminalität mehr und mehr zunimmt. Viele Schafe gehen deswegen auch anschafen. Wird man von einem Schaf angesprochen, es wolle Drogen, sollte man sich nicht mit diesem in die Wolle kriegen, denn es könnte auch der Wolf im Schafspelz sein. Raten Sie ihm besser zum Entzug im Methadon-Programm. Die Grasproblematik führt dazu, dass viele Schafe ihren Mäharbeiten nicht mehr nachkommen können. Und so werden allmählich Schafe vom neu geschaffenen Mähroboter verdrängt. In Deutschland leben die letzten wild lebenden Schafe rund um Aschaffenburg, international vor allem in Mexiko. Para mi gente, con una pasión.